Was hier vor sich geht, ist nicht etwa ein ganz übler Streich, sondern ein Weltrekordversuch. Aus 366 Metern Höhe wird ein Baseball in den Lillaschur-Park von Lowell, Massachusetts geworfen, wo Zach Hempel ihn versucht zu fangen. Erfolgreich. Der 35-jährige Baseballsammler übertrifft damit den bisherigen Rekord von 254 Metern bei weitem. Da der Ball mit fast 160 km/h unterwegs war, war das Ganze aber keinesfalls ungefährlich. Meine größte Angst war, dass ich mir die Hand oder einen Finger breche. Außerdem habe ich daran gedacht, was passieren würde, wenn der Ball mich im Gesicht treffe. Ich meine, mein Nacken war ganz nach hinten geneigt. Würde mich das töten oder lähmen? An solche Dinge habe ich tatsächlich gedacht. Doch das Ganze ist gut gegangen. Zach Hempel verfügt übrigens bereits über eine beachtliche Sammlung von Baseballs, die er in Spielen der amerikanischen Profiliga MLB gefangen hat. Stolze 6.800 Stück. Sein neuester gefangener Ball dürfte trotzdem ein ganz besonderer sein.